Und damit begrüße ich euch wieder ganz herzlich hier zurück zu Coral Island. Und was passiert hier gerade? Hier haben sich wieder neue Wege geöffnet. Oh mein Gott. Stimmt, ich habe wieder irgendwas erreicht und jetzt habe ich wieder neue Wege. Halt, ich habe mir jetzt gar nicht... Ist mein Haus jetzt schon fertig? Nö. Wobei, das sah aus wie ein Doppelbett, ne? Ja. Okay. Kommen wir erstmal ganz kurz zu einem kleinen anderen Thema. Und zwar, ihr seid ja wirklich begeisterte Coral Island Zuschauer und Zuschauerinnen. Und, ihr wisst ja scheinbar genauso wie ich, viel kommt da nicht mehr. Man kann jetzt halt noch ein bisschen... Oh nein. Ah nee, ich kann das gar nicht ernten. Ah, schön. Oh, da hinten kann ich ernten. Ach, die hatte ich gesagt, sind egal. So viel kommt ja jetzt erstmal aktuell nicht. Große Wolle, dass das andere schafft. Deswegen bin ich da am Überlegen erstmal... Bis auf Weiteres hier einen Stopp einzubringen, beziehungsweise das Projekt zu beenden, weil nicht mehr wirklich viel kommt. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade finde, aber aktuell dümpel ich so ein bisschen vor mir hin. Klar, ich kann jetzt noch heiraten, ich bin ja auch schon dabei mit Suki da entsprechend viel zu unternehmen. Aber es ist natürlich auch wieder so eine Sache. Wollt ihr das überhaupt sehen, ist die Frage. Ne? Wollt ihr überhaupt Content sehen, bis da alles, keine Ahnung, alle Erfolge voll sind? Ne? Ist halt ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil ich sehe natürlich auch, dass ihr entsprechend immer weniger Leute zuschauen. Und das stört mich eigentlich am wenigsten, bin ich ganz ehrlich. Halt, die Suppe wollte ich behalten. Das stört mich jetzt eigentlich so am wenigsten. Was mich dann so eher irritiert, sind so die Sachen... was das Interaktive angeht. Also... ja, wobei, das stört mich auch nicht, aber es ist halt so... Nicht, dass man... das ist echt blöd auszudrücken. Ich möchte halt ungern das Projekt beenden, wenn ihr da wirklich sagt, ey, ich will das Projekt weiterhaben. Aber es kommen halt noch auch andere geile Projekte und da möchte ich natürlich dann auch Ressourcen haben. Und insgesamt wollte ich ja eigentlich auch vom Content her ein bisschen weniger rauspulvern. Aber ja... Wie gesagt, es ist halt jetzt nur noch sehr wenig, was man hier erleben kann. Wir haben die Welt gesehen und das Update ist halt auch nicht da. Ich habe es wirklich jetzt die ganze Zeit gezogen. Wegen dem Update. Aber ich würde mich halt freuen, wenn das Update schon früher verfügbar wäre. Jetzt gucken wir mal, wo ich jetzt hier lang kann. Ich kann jetzt hier irgendwo... Ich nehme schon mal mit. Den Violinenkäfer. Herbsttrompete. Und da hinten konnte man jetzt lang. Genau, hier ist jetzt... Ha! Guck mal. Zu den heißen Quellen kann ich jetzt... Ich weiß zwar nicht, was ich jetzt hier genau kann, aber ich kann jetzt hier zu den heißen Quellen. Nehmen wir auch mit. Gut, jetzt bin ich hier bei den heißen Quellen und sehe hier einen Bereich, den ich bisher noch nie gesehen habe. Ja, aber es sind halt alles so Sachen, die kommen scheinbar erst noch. Und das finde ich halt so ein bisschen schade.
Was ich gut finde, dass ich mit dem Netz gerade echt hier alles fange, was irgendwo möglich ist. Suki zufälligerweise hier, ja. Habe ich Suki schon diese Woche ein Geschenk gegeben? Eins, ja, eins kann ich noch. Ich habe gar kein Spiegelei dabei. Aber das finde ich schon mal praktisch, dass ich jetzt da oben hin kann. So, dann holen wir mal ganz kurz für Suki hier unser Ei. Ich habe gar kein Spiegelei mehr. Mit einer Bratpfanne kann ich ein Spiegelei machen. Das ist ein Wok. Hier Gusspfanne und Wok. Das sind Unterschiede. Wie Tag und wie Nacht. Klar, man könnte auch ein Spiegelei im Wok machen. Das hätte rein theoretisch auch funktioniert. Deswegen verstehe ich das Spiel nicht ganz so. Aber ich habe es halt verbockt. Ganz einfach. Den habe ich noch nicht gespendet. Das heißt, dann nehme ich den mal ganz kurz nach hier unten. Dann habe ich jetzt hier jedenfalls die Unterschiede, was ich schon mal gespendet habe und was nicht. Hier weiß ich es jetzt gerade nicht, hatte ich jetzt nämlich nicht geguckt. Okay. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass ich jetzt hier... Gut, ich kann Suki am nächsten Tag auch noch ein Geschenk geben. So ist es ja jetzt nicht, ne? Aber es ist halt jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Haben wir vielleicht noch ein Ei drin, bitte? Sag mir, hier ist noch ein Ei. Nö. Gut. Bambuswald zugänglich. Naja. Den Nachtfisch und die Herbsttrompetenpilz. Der Herbsttrompetenpilz. Preissteigerung. Dann haben wir das schon mal voll. Ach, Mann. Das ist doch doof. Das ist echt doof. Das geht da nicht rein. Das würde da reingehen, das ist aber Kompost. Beim Pilzblock passiert irgendwie nichts. Pack mal die Trüffelchen hier erstmal rüber, komm. Dann bringen wir den Schmetterling weg. Ins Museum. Ja, komm. Wie sieht's denn aus bisher von der Sammlung? Viele Insekten fehlen mir nicht mehr. Fische, ja. Hai-Sammlung. Wo soll ich denn bitte schon Haie fangen? Artefakte fehlen mir auch nicht mehr viele. Retro-Artefakte fehlen mir natürlich noch sehr viele. Erdjuwel. Schwer. Es ist schwer. Die Puh nehmen wir mit. Grashüpfer. Kriegt sie von mir jetzt mal eine Tomatensuppe?
Okay, Tomatensuppe mag sie scheinbar auch. Wir gucken mal. Mag ich aber noch nicht, das liebe ich. Was ich natürlich persönlich jetzt sehr schade finde, weil ich hätte mich gefreut, wenn das jetzt was gewesen wäre, was sie liebt, aber okay. So, wir brauchen den Tromp. Ne, welchen Pilz brauchen wir? Herbsttrompeten. Ah, ja. Okay. Mhm. Sag ich jetzt einfach mal nichts dazu. Nicht, dass ich den jetzt gerade schon hatte und, ne? Nein. Das sah nur so aus, als ob ich den gehabt hätte. Jetzt darf ich da wieder nicht lang. Okay, dann gehen wir jetzt einfach hier lang. So, was brauchen wir jetzt hier noch? Hier hatten wir alles. Fische, Insekten, Fruchtpflanzen, einfaches Kochen. Okay, jetzt fehlt mir nur noch der Reis. Und hier. Genau. Wertvolle Edelsteine und seltene Feldfrüchte. Das dauert nicht mehr lange und hier das. Habe ich das bald fertig? Und wo kann ich dann hin? Cäsarienfrei. Okay, Barb Cäsarien. Das müsste dann hier wahrscheinlich das dazwischen sein, vielleicht. Wäre eine Möglichkeit. So, aber die Trompeten, die muss ich jetzt nochmal. Herbsttrompeten, die muss ich nochmal rausholen. Mindestens einen muss ich rausholen. Da muss ich gucken, ob ich die schon mal hatte. Hatte ich schon, okay. So, und jetzt. Jetzt hat sich hier irgendwas geändert. Super. Oh, wie ich das wieder liebe. Mm. Halt, wem sollte ich das bringen? Ben? Ben. Okay. Also, Ben suchen. Ben. Ben ist in der Nähe vom Cäsarien. Ist die Frage, in welche Richtung geht der? So, wir gucken nochmal. Er geht in die Richtung. Das heißt, wenn ich jetzt vom Museum auskommen würde. Dann müsste ich ihn genau hier abfangen. Ja. Kommen wir nochmal zu den ganzen Quests. Danke. Bitte. Sonnenuntergang bei kälterem Wetter. So, hier war diese Wein. Das ist ja arg. Das ist zum Glück noch nie passiert. Nun ja, da gibt es die Geschichte, wie dir einmal fast eine Geldbörse in Tokio gestohlen wurde, weißt du noch? Der hat eine Metallhand, sehe ich gerade. Oh wow, ja, das war furchteinflößend. Wir waren gerade mit dem Abendessen fertig und auf dem Weg zum Auto. Wann war das, Liebling? Muss mein Geburtstag gewesen sein, oder? Denn es war ein ziemlich kalter Abend. Ich erinnere mich, dass ich meinen Mantel so gehalten habe. Und da war plötzlich jemand auf einem schnellen Motorrad und dann BÄM. Oh. Der Versuch ist in die Hose gegangen. Mit mir war alles in Ordnung.
Du hättest hinfallen können. Ach, du liebe Zeit. Das habe ich auch befürchtet. Aber zum Glück habe ich alles unbeschadet überstanden. Oh, weia, in der Stadt kann es schon echt manchmal wild zugehen. Das ist auch ein Grund, warum wir hierher gezogen sind. Es ist kein Ort, an dem man eine Familie gründen sollte. Für mich ist es die frische Luft. Ich habe kein Problem damit, Luke in der Stadt großzuziehen. Ich bin selbst in einer großen Stadt aufgewachsen. Ich hatte meinen Spaß. Natürlich, Schatz. Wie dem auch sei, ich erinnere mich, dass ich Randy gesagt habe. Entschuldigung, Leute. Ich habe vergessen, dass ich los muss. Ich muss in 10 Minuten telefonieren. Eine kostenlose Beratung für meinen Freund. Oh klar, es ist schon spät. Wir sollten wahrscheinlich... Oh nein, 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 nein. Oh nein, bitte geht nicht. Nehmt euch die Zeit, genießt das Essen. Ich bin mir sicher, Bree hat ein vorzügliches Dessert vorbereitet. Ich will euch doch nicht das Abendessen ruinieren. Entschuldigt mich, meine Damen, Randy. Also, wo waren wir? Ja gut, nach den 10 Minuten, wenn er da telefoniert hat, kann er ja wiederkommen, dann hat sich das, ne? Na, hier war dieser vorhin Laden, Handel, wie auch immer. Aber schön, dass ich das da gesehen habe, obwohl ich eigentlich in einem ganz anderen... Und besonders, warum habe ich das gesehen? Ich habe da jetzt nicht mit interagiert. Habe ich irgendwo Spionagekameras? Bin ich in Wirklichkeit ein Spion? Memento der Vergangenheit. Man kann aber auch leider nicht gucken, ne? Was ist es? Ah, so viel fehlt mir gerade. Achso. Dicke Brieftasche, enger Freund, bester aller Freunde, populärer Newcomer, gesellig. Die Göttin ist neu. Und Handsome ist neu. Noch irgendwer neu? Nein. Hier fehlt mir noch einer. Und hier fehlt mir auch noch einer. Ja. Aber ich frage mich, wer das ist. Der Fremde hier. Das heißt, da komme ich am schnellsten so hin. Nun kommst du mir nicht, du Fremder. Hä? Brauchst du Ratschläge für deine Farm? Ich habe selbst noch nie auf einer gearbeitet. Ich fühle mich auf dem Meer wohler. Naja, abgesehen von meinen Pflanzen hier. Meine Liebsten. Okay, wir haben Wataru getroffen. Wer auch immer Wataru ist, aber wir haben Wataru getroffen. Damit haben wir jetzt alle kennengelernt. Die zum aktuellen Zeitpunkt verfügbar sind. Gut, man kann jetzt halt noch die ganzen einzelnen Charaktere versuchen noch... Ihr könnt es mir ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Also ich bin da wirklich komplett offen. Aktuell habe ich jetzt nichts, was wirklich brennen würde. Drücken wir es mal so aus. Aber das heißt ja nicht, dass ich nicht dann doch irgendwo was finden könnte. Nee, da wollte ich hin. Ach, komm. Wo ist er? Ach, es ist schon nervig so manchmal. Wataru. Yuri. Sarah. Zoe. Naja. Ach, bevor ich es vergesse. Lass mal das hier alles verkaufen. Bevor ich es vergesse, ganz wichtig. Anhang verwenden. Anhang verwenden. Erntelager.
Anhang verwenden, Erntelager. Okay. Damit haben wir das schon mal alles. So. Okay, das haben wir damit schon mal safe. Und dann machen wir das noch. Können das auch wieder rüberpacken. Können den Rest verkaufen. So, das kann verkauft werden. Das. So, und wir brauchen für den Streichler Seetang, Gold und Silber. Das sage ich wahrscheinlich beides nicht, ne? Doch, Gold hätte ich. Das ist halt jetzt natürlich dann ärgerlich, dass hier der Rest fehlt. Aber dann würde ich sagen, dann machen wir das im nächsten Part. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.